doch meine PIN, dann habe ich doch ein Recht. Ja, aber du nimmst die doch eh nicht. Es sind also trotzdem hast du meine Rechte. PIN. Wo hast du die hingetan? Nee, werde ich dir nicht sagen. Du bist so ein Arschloch, weißt du das eigentlich? Gib sie mir. Nein, Sina. Ich meine das ernst, gib sie mir. From the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Alter, wie schnell ist mein Körper bitte von diesen Scheißpillen abhängig geworden? Mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich explodieren. Aber da muss ich jetzt durch. Die Pillen haben sowieso nichts gebracht. Ich bin immer noch alleine, alle halten mich für einen Freak und Jonas bin ich auch scheißegal. Hey, Wölkchen. Na, alles gut? Alles gut. Wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht. Das ganze Wochenende irgendwie so zurückgezogen. Ja, ich habe einfach meine Tage und mega Kopfschmerzen. Nee. Komm, ich will dir irgendwie helfen. Liegt es jetzt wirklich nur an den... Was sie? Da. Ich geh schon. Soll ich dir was Krampflösendes holen? Alles gut, danke, Richard, ja. Mhm. Hast du deine Tabletten schon genommen? Noch nicht. Okay, dann hole ich sie dir eben, okay? Klar. Hallöchen. Wohin willst du? Wohin will ich wohl? Zur Schule. Dann bist du doch zu früh dran, lass doch zusammengehen. Ich möchte einfach bisschen warten. Pünktlich sein und nicht zu spät. Hey, wir kommen doch pünktlich an. Wir haben nur noch Zeit. Okay, ist genug Milch dran, das geht doch schon. Willst du die nicht nehmen? Ich nehme die später. Okay. Bis gleich. Tschüss. Ey, willst du nicht nehmen? Ich warte immer so gleich. Ey, ich bin weg. Brauchst du was? Ja, eine Brezel. Bis dann. Mann, ich kann mich heute einfach null konzentrieren. Aber ich muss mich zusammenreißen, weil sonst kriegt irgendwer mit, dass ich meine Tabletten nicht mehr nehme. Sina, ich habe dich schon überall gesucht. Warst schon die ganze Zeit hier? Ja, seit, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so. Ist alles gut? Mann, Sina, hast du heute Morgen deine Tabletten genommen? Ja, habe ich eben vorm Unterricht genommen, okay? Entspann dich. Aber du siehst immer noch nicht so ganz fit aus. Ich mache mir echt Sorgen. Noah, ich habe einfach nur meine Tage, okay? Mir geht's nicht gut, am liebsten würde ich ins Bett, aber das gehört halt auch mal dazu. Ja, aber vor Paula hast du dich auch ganz merkwürdig verhalten. Was wird das hier jetzt eigentlich für ein Gespräch? Ich verstehe das nicht ganz. Mann, Sina, ich habe einfach nur das Gefühl, dass du in den letzten Wochen gar nicht mehr deine Tabletten nimmst. Oder die letzten Tage. Noah, ich nehme meine Tabletten, okay? Und was hältst du davon, wenn du mir einfach mal vertraust? Mann, Sina, ich mache mir nur große Sorgen. Ich habe meine Tage, mehr habe ich nicht, okay? Soll ich dir irgendwie meine Tampons zeigen oder was auch immer? Glaubst du mir dann? Ja, merkst du selber, ne? Ich brauche niemanden, der mich kontrolliert. Okay, habe ich keinen Bock drauf, also lass mich einfach in Ruhe. Ich mache mir doch einfach nur Sorgen. Noah, lass mich einfach in Ruhe, nerv mich nicht. Wenden wir. Ich brauche jetzt einfach mal ein paar Minuten Ruhe. Und nach Hause kann ich jetzt noch nicht. Was hast du heute getan? Na toll, die haben mir gerade noch gefehlt. Du bist ja der tollste Mensch auf der ganzen Welt bist. Und ich dich über alles liebe. Hm? Sina? Hi. Hi. Was ist los? Willst du mit uns chillen oder hast du uns nicht gesehen? Nee, sorry, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich habe meine Tage Kopfschmerzen. Oh. Okay, ich wollte gerade fragen, ob alles gut ist, aber Tage erklärt einiges. Keine Ahnung, soll ich irgendwie... Brauchst du irgendwas oder so? Nee, ich muss noch Hausaufgaben abschreiben. Können wir auch zusammen machen. Ich hab da jemanden. Wir schicken uns das so gegenseitig hin und her. Also, alles cool. Ach so.
Okay, danke. Bitte. Warum stehst du blöd im Weg rum? Wirklich? Alter, wie widerlich ist Jonas eigentlich? Bumst letzte Woche mit mir und macht jetzt auf perfekten Boyfriend bei Lynn. Der ist echt so ein kranker Heuchler. Ich scheiß auf den. Was? Was sollte das? Willst du es noch auffälliger machen, Colin? Warum? Du kannst beim nächsten Mal auch vielleicht einfach ein bisschen normal sein. Ein bisschen normal sein? Ja. Weißt du, wie dreist du gerade bist? Du kannst froh sein, dass ich überhaupt meine Fresse halte. Tina, ich will einfach nur, dass du dich ein bisschen zusammenreißt. Ich kann doch nicht so tun, als wäre alles okay, Digga. Du bummst mit mir im Matrix und... Es ist doch so. Ja, aber es muss ja nicht jeder mitbekommen, die ganze Schule, oder? Du lügst Lynn an die ganze Zeit. Du spielst ihr vor, dass du sie liebst. Ich spiele gar nicht. Was bist du für ein Arschloch, Jonas? Ich liebe sie, okay? Und das mit uns war ein Fehler, das habe ich dir schon mal gesagt. Und ich hoffe, dass du dich zusammenreißt und nicht wieder so ausflippst wie sonst immer, okay? Hast du was kapiert? Alter, weißt du, was du da von mir verlangst? Was stimmt in deinem Kopf nicht? Sina, ich wohne mit Lynn zusammen. Ich liebe sie. Und es läuft alles. Du bist ein Arschloch. Mehr bist du nicht. Ey, Digga, lass meine Schwester in Ruhe. Was willst du von mir? Was willst du jetzt schon wieder von der Seite? Woher kommst du, Digga? Geh mal Mandalas malen oder so. Rede nicht so mit meinem Bruder, okay? Ich rede mit deinem Bruder, wie ich will, okay? Verschwinde, okay? Sina, ich hoffe einfach nur, dass du... Mann, Digga, halt deine Schnauze. Junge, du bist einfach mit dir rede Sina, keiner, okay? Verschwinde doch einfach, Jonas. Haben wir uns verstanden? Nein, hat sie nicht. Digga, lass sie in Ruhe. Halt dich fern von ihr. Hast du mich verstanden? Alles gut. Ja, ja. Was wollte er von dir? Weiß ich nicht. Er wollte irgendwas von mir, nicht ich von ihm. Ja, warum bist du denn Kann ich dann die Frage beantworten? Nein. Ja, warum bist du denn so aggressiv gerade? Weil ich meine Tage habe. Das habe ich dir schon gesagt. Mann, Sina, ich glaube nicht. Niemals bist du so gereizt, wenn du deine Tage hast. Dafür kenne ich dich zu gut. Weil du jetzt auf einmal Frauenversteher Nummer 1 geworden bist, oder was? Mann, Sina, du benimmst dich so wie damals, als wo du doch deine Pillen noch nicht genommen hast. Was willst du Ich weiß nicht, ob sagen? Das normal ist, aber du machst gerade ziemlich viele Schritte zurück, anstatt vorwärts. Du hast überhaupt keine Ahnung, okay? Also lass mich einfach in Ruhe. Mann, Sina, verstehst du es eigentlich? Was denn? Wir machen uns Sorgen. Nimmst du noch die Pillen, ja oder nein? Es geht dich nichts an. Ey, was wird das? Wow, sind wir schon wirklich so weit gekommen, dass wir uns belügen? Das sind... Ich dachte, die wären das Geschwister. Das sind nicht die Pillen, die Paula mir gegeben hat. Mann, Sina, wen willst du eigentlich verarschen? Das sind die Pillen. Mann, Noah, können wir darüber reden? Ich hatte noch so ein bisschen Hoffnung. Können wir einfach darüber reden? Können danke. Wir bitte einfach darüber reden? Du bist eine ganz schöne Zicke, Noah, warte doch! Nein. Wo sind die? Nein. Warum machst du so einen Scheiß? Sei doch nicht so ein Arschloch. Gib Nein. mir doch einfach das meine ist mir Pillen. Scheißegal, Sina. Du nimmst sie doch eh nicht. Ich will jetzt einfach ja, nur und trotzdem sind das sagen. Meine Pillen. Nein, ist mir scheißegal. Kannst du nicht sagen, wo sind die? Ja, damit gib du die wegwerfen kannst oder was? Ich will Nein, die nicht wegwerfen. Ich will sie einfach. Es sind doch meine Pillen. Dann habe ich doch ein Recht. Ja, aber du nimmst sie doch eh nicht. Es sind also trotzdem hast du meine Pillen. Wo hast ja, du nee. Die hingetan? Nee. Werde ich dir nicht sagen. Du bist so ein Arschloch. Weißt du das eigentlich? Gib sie mir. Nein, Sina. Ich meine das ernst. Gib sie mir. Genau jetzt werde ich es ihm sagen. Nein. Basti, ich muss dir was erzählen. Warte mal, ich telefoniere gerade mit Paula Kleinerblick. Ja? Ich bin, die kommt heute ein bisschen später, ja? Die werde ich. Ja. Sina, gib sie mir wieder. Gib sie mir jetzt wieder. Komm schon. Gib sie mir jetzt wieder. Was ist los? Was ist? Ich bin schon alt, ich hatte eine Ewigzeit. Wir wollten vietnamesisch bestellen. Ja, finde ich super. Gute Idee. Ich habe keinen Hunger, ich gehe mal ins Zimmer. Ich weiß auch nicht. Ja, der Appetit kommt beim Essen, oder? Mhm. Wie Mama mal gesagt hat. So, zack. So. Was? Ich, der Po hat mir immer echt gut geschmeckt, das nehme ich. Entschuldigen. Anzina, du hast mir vorhin echt große Angst eingejagt. Ich weiß, ich hätte nicht so ausrasten dürfen. Das war Kacke von mir. Aber weißt du, es ist
einfach mit den Entzugserscheinungen echt heftig und ich muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Aber ich hab, das wird alles wieder und dann, ist also, weißt du, wenn ich mich dran gewöhnt habe und dann ist alles wieder so wie früher. Andine, meinst du, es ist wirklich eine gute Idee, dass alles so wird wie früher? Man, wir wissen, wie es früher war. Und eigenständig die Tabletten absetzen, Sina, es wird, glaube ich, nicht gut ankommen. Ich mache mir einfach nur Sorgen um dich, dass es einfach alles umsonst war die letzten Wochen mit den Tabletten. Da lief alles super. Na, aber guck mal nur. Ich habe die Tabletten eigentlich nur genommen, weil ich wollte, dass mich die anderen nicht mehr hassen. Also eigentlich wollte ich, dass Jonas mich nicht mehr hasst. Aber der hasst mich so oder so, egal was ich mache. Und dann möchte ich einfach lieber ich selber dabei sein, als irgendwer anders. Weißt du, es ist einfach echt heftig, wenn man Dinge anders fühlt und wahrnimmt und anders reagiert, nur weil man irgendwelche Medikamente nimmt. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte einfach ich selber sein. Aber du bist doch du selbst. Aber nicht mit den Tabletten. Mann, Sina, scheiß doch einfach auf diesen Assi Jonas. Ignoriere ihn doch einfach. Ignoriere ihn doch einfach. So leicht ist das leider nicht. Ich weiß doch auch nicht, es ist alles einfach mega kompliziert. Und es ist ja nicht so, dass wenn ich die Tabletten nehme, mir alles auf einmal egal ist, was Jonas und Lynn angeht. Ja, aber wie fühlt sich das dann an? Ich weiß nicht, halt nicht nach mir. Krass. Mann, Sina, ich werde es für erstmal für mich behalten. Aber bitte versprech mir, wenn was ist, sprech mich an. Und mach rede ich. Mit mir. Du musst dir keine Sorgen machen, okay? Ich hab das im Griff. Vertrau mir einfach. Versprochen? Aber versprochen, dass du es für dich behältst? Ja, versprochen. Aber nur für erstmal. Ja. Schatz. Hey. Schatz. Hallo. Schatz. Liebe Franzi, vielen Dank für deine wundervolle Beratung gestern. Wenn sie das weiterträgt, dann kommen die Leute und rennen mir die Bude ein, dann rollt der Rubel. Ich finde das voll cool, was du machst, aber eher so als Nebenbeschäftigung. Jedes Mal die gleiche Scheiße, dass du nicht zu erreichen bist. Rede mit meiner Freundin, geht euch überhaupt nichts an. Leute, okay, ist alles gut, wir haben uns einfach nur gestritten ein bisschen. Ist er öfter so zu dir? Willst du mich verarschen, Mann? Ist mir auch echt zu blöd mit dir, ganz ehrlich, Mann. Ey, du kannst nicht mal... Nee, du bleibst jetzt schön hier.